Danke. Dieser Mann ist immer auf dem Punkt, genau wie die Steaks in seinen 35 Restaurants. Seine Speisekarten sind für Männer schmackhafter und sexier als jede Ausgabe von Playboy. Seine Gäste stehen mehr auf Rinder als auf Bannis, bevorzugen lieber Entrecot als Silikon und jedes fein marmorierte Stück beflügelt sie mehr als Viagra. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sicher wissen Sie längst, von wem ich rede. Wenn Sie seinen Nachnamen hören, läuft vielen bestimmt schon das Wasser im Mund zusammen. Die Rede ist von Deutschlands kulinarischen Blockbuster, von Eugen Block. Er ist zwischen Englisch, Medium und gut durch der absolute Visionär. In den 60er Jahren, als Toast Hawaii und Rockefeller auf keiner deutschen Party fehlten und Fleischstücke daheim im Lokal meist in cremiger Soße ertranken, setzte auf ein Stück Fleisch pur. Diese zündende Idee brachte der junge Hotel- und Gaststättenfachmann Eugen Block 1968 nach unzähligen Aufenthalten auf der ganzen Welt an die Alster. Als leidenschaftlicher Fleischesser schwärmte er von den argentinischen Steaks in Amerika und wollte den Hamburgern endlich mal zeigen, wie ein gutes Stück Fleisch ohne Soße, Sättigungsbeilagen, frisch vom heißen Grill schmeckt. Los ging es in der Hamburger Dorentinstraße. Der Arbeitsweg war kurz, seine Frau Christa und er wohnten im gleichen Haus. Eckige Tische, keine Decken, kein Schnicksack, ein hochwertiges Steak, dazu ein Baked Potato und Salat, klingt einfach simpel, war aber für die damals echte, war damals eine echte Restaurationsrevolution. Doch Block ließ sich nicht beirren. Geboren, aufgewachsen im oldenburgischen Hagebrück, seine Eltern führten im Dorf ein Gasthaus mit Gewichtwarenhandel, Clubzimmer und Poststelle. Zog er das Kaufmännische und Gastronomische quasi, so sagt er mal, mit der Muttermilch auf. Wer ihn kennt, auch ich habe ihn über die Jahre immer wieder getroffen, weiß, dass er der geborene Gründer ist. Einer, der wirklich gründlich, sage ich immer wieder, ist, auf festem Grund steht und zugleich ein Visionär ist. Auf dem Erfolg ausruhen, nein, dafür hat ein Kreativ wie Eugen Block keine Zeit. Der durchtrainierte Sportler, der täglich durchs Alstertal läuft und zwischendurch seine 100 Kilometer radelt, braucht ständig neue Herausforderungen. Er ist HSV-Mitglied und ein großer Vereinsforderer. Würde er heute noch Fußball spielen, wäre der HSV nach dem FC Bayern und Triple-Gewinner sicher an zweiter Stelle. Mittlerweile hatte er viele ebenso erfolgreiche Unternehmen wie das Blockbräu an den Landungsbrücken und das Premium-Burger-Restaurant im Block. Was leider in München fehlt. 2144 Beschäftigte arbeiten für ihn. Seine Tochter und seine beiden Söhne sind Gesellschafter in der Blockgruppe. Aktiv, sie besitzen zusammen 24%. Überlegen Sie sich das, was das für ein Gewinn ist. Später soll es alles Ihnen gehören. Ja, lieber Herr Block, das müssen Sie sich gut überlegen. So ein tolles Geschenk. Hoffentlich schätzen Ihre Kinder das jetzt schon. Applaus 2012 war mit 305 Millionen Euro Umsatz das beste Jahr in der 45-jährigen Blockgeschichte. Finde ich einfach toll. Allein des Blockhauses erlöste 105 Millionen Euro. Das Grand Alysée im grünen Herzen Hamburgs an der Roten Chaussee gelegen ist eines der großen 5-Sterne-Hotels in Deutschland. Es ist das persönliche Filetstück des Herrn der Steaks oder auch das vierte Kind des vitalen Lokalpatrioten. Er bestimmt selbst, wie die Mödel ausschauen, die es wütend sind, die Betten sucht er aus, wählt die Stoffe für die Vorhänge und die Bezüge, ließ er von Öffnung 1985 die Fensterrahmen von weiß auf schwarz klären, weil damals die Regierung schwarz war, weil es von außen schöner aussehe. Noch heute geht er täglich durch das Grand Elysée und hat wie ein Baumeister stets einen Zollstock dabei, misst hier und da, verändert direkt an, ein Gastgeber aus Leidenschaft, das ist er wirklich. Denn kein und noch so kleines Detail entgeht ihm. Das habe ich alles selbst miterlebt.
Egal wie viele Architekten er bereits verschleißt hat, er beschäftigt den letzten Strich, macht er selbst. Seine Kreativität kann für andere mitunter anstrengend sein. Meine Mitarbeiter haben es nicht immer leicht mit mir, sagt er, in seiner ehrlichen Art. Aber sie kommen damit klar, respektieren ihn und schauen zu ihm auf. Denn er fordert sie nicht nur, er fördert sie auch, bietet Schulungen, Weiterbildungen, eigenen Head College und der Gastronomieakademie. Nicht stehen bleiben, eigenes erschaffen, das ist sein Elixier, das hält ihn jung. Einer wie er ärgert sich nicht im stillen Kämmerlein, der wehrt sich, wenn Ungerechtigkeit empfindet wird. Jüngstes Beispiel ist sein Kampf gegen die Online-Buchungsportale. Die Provision ist ihm zu hoch, die Dienstleistung zu gering. Damit spricht er vor vielen Hoteliers aus der Seele, aber die wenigsten gehen damit an die Öffentlichkeit. Sie bleiben mit ihrem Kämmerchen stehen. Aber lassen Sie mich nochmal auf den passionierten Architekten kommen. Beinahe hätte es für ihn statt Zollstock Zölibat geheißen, was kaum jemand wusste. Eugen Block war auf einem katholischen Internat und sollte ursprünglich den Herrn dienen. Ein Vertrauter von ihm sagte mir, mit seinen Fähigkeiten hätte er mindestens zum Priester gebracht. Gottlob ist das nicht eingetreten, aber mit einer bisschen Fantasie, die wir hier alle im Saal zur Genüge haben, können sich ausmalen, dass Eugen Block bei seinen Fähigkeiten ein großer Baumeister für sakrale Gebäude hätte werden können. Der Papst freilich hätte sich bei seiner Geschäftstüchtigkeit und hanseatischen Bescheidenheit niemals einschalten müssen. In dem Bischofssitz von Eugen Block hätte er sicher nur einen Luxus gegeben, ein professioneller Steakgrill. Aber liebe Damen und Herren, wir sind doch alle heilfroh, dass der Klerus ohne Eugen Block auskommen muss und wir in den Genuss seines großartigen Lebenswerks kommen dürfen. Dieser Mann ist immer auf dem Punkt, genau wie die Steaks in seinen 35 Restaurants. Seine Speisekarten. Moment einmal, jetzt fange ich denselben Schmarrn nochmal an. Sowas Blödes. Sowas Dummes. Das dürfte mir nicht passieren. Aber wir haben es schon wieder. Noch heute geht er täglich durch sein Grand Elysée und hat wie ein Baumeister. Das haben wir auch schon gesagt. Ja, sag einmal. So, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich es wieder im Griff. Lieber Herr Block, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Wir sind jetzt ganz. Hey! Wir Lieber Herr Block, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Wir sind beide jetzt Gastronomen des Jahres. Ich war es 2008 und freue mich jetzt schon ganz besonders auf das Fest bei Ihnen im Grand Elysée, in dem ich mich bei meinem Hamburger Aufenthalt immer sehr, sehr gut aufgehoben fühle. Wir alle, wie wir hier sitzen, bedanken uns jetzt schon für die Einladung im nächsten Jahr und wir werden Sie alle groß feiern. Denken Sie daran, lieber Herr Block, alles, was Sie noch feiern und planen und bauen, das sind alles Ihre Erben. Genießen Sie Ihr Leben, das sage ich Ihnen als 81-Jähriger. Und weil ein dufter Kerl wie Sie auch immer eine dufte Frauenseite hat, die ihm zum Erfolg geholfen hat, habe ich Ihrer Christa ein kleines Präsent mitgebracht. Den ganz besonderen Käferduft. Wo ist er? Ihnen beiden wünsche ich weiterhin so viel Erfolg bei allem, was sie noch bringt und viel Glück mit ihren Kindern, dass sie ihr Werk später so weiterführen, wie sie sich erträumt haben. Alles Gute, Herr Block, vielen Dank.